Hier sehen wir schwarze Löcher. Und diese senden eine gewisse Energie aus, die letztendlich zu ihrem Ende führen wird. Doch was ist, wenn ich dir sage, dass die nicht die einzigen sind, die diese Strahlung, die als Hawking-Strahlung bekannt ist, aussenden? Du tust es vielleicht auch. Und das macht die Hawking-Strahlung zu einem großen Problem. In den 70ern, als die Disco-Musik und Rollerblades im Trend waren, schlug der brillante Stephen Hawking eine Idee vor, die die Welt der Wissenschaft schockierte. Er erklärte, dass schwarze Löcher, die wir als statische, stabile Strukturen im Raum Zeitgewebe betrachten, tatsächlich Strahlung aussenden und schließlich irgendwann zerfallen müssen. Diese Strahlung, die er als Hawking-Strahlung bezeichnete, war ein revolutionäres Konzept, das die Regeln der theoretischen Physik neu schrieb. Denn das Universum ist von Quantenfeldern durchzogen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs. Diese Felder, so behauptete Stephen Hawking, waren nicht statisch, sondern zeigten Quantenfluktuationen, ein Effekt, der Teilchenpaare aus dem Nichts erschafft und wieder verschwinden lässt. Und dieser Effekt würde sich in Bereichen mit unterschiedlichen Krümmungen der Raumzeit unterschiedlich verhalten. Und anhand von Hawkings Theorie ließ sich berechnen, dass schwarze Löcher mit einer konstanten Massestrahlung abgeben müssten. Und laut dieser Theorie sollte diese Strahlung auch nur bei schwarzen Löchern existieren. Aber jetzt wird es richtig spannend. Ein Team von Physikern hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die langjährige Annahme total auf den Kopf stellt. Ihrer Theorie zufolge entsteht Hawking-Strahlung nicht nur am Ereignishorizont von schwarzen Löchern, sondern könnte von jeder Masse im Universum ausgesandt werden. Das bedeutet, sogar Massen ohne einen Ereignishorizont könnten potenziell diese Strahlung erzeugen. Das ist eine extrem radikale Idee, die unsere bisherigen Vorstellungen über die Physik der schwarzen Löcher in Frage stellt. Aber es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis über die Funktionsweise der Hawking-Strahlung. Und jetzt würde ich euch bitten, gut aufzupassen, denn das ist das Komplexeste, was ich bisher auf diesem Kanal gemacht habe. Gut anschnallen und zuhören. Hawking selbst beschrieb es wie folgt. Das Universum ist voll von Teilchen-Antiteilchen-Paaren, die in ihre Existenz hinein und wieder herausgeboren werden. Diese müssen immer zueinander finden, egal in welchem Raum sie sich befinden und sich nach einem sehr kleinen Zeitintervall wieder annihilieren oder selbst zerstören. Aber wenn ein Ereignishorizont vorhanden ist, kann ein Mitglied dieses Paares hineinfallen, während das andere dann einfach nur entkommt, was zu einer Situation führt, in der Teilchen oder Antiteilchen mit positiver Masse und oder Energie direkt von außerhalb des Horizonts emittiert werden, während das gepaarte Teilchen, das in das Ereignishorizont fällt, negative Energie haben muss, die von der Gesamtmasse des schwarzen Lochs abgezogen wird. Und somit verdampft das schwarze Loch über eine gewisse Zeit. Und es ist eine gute Visualisierung der Hawking-Strahlung. Aber sie ist falsch. Hawking selbst wusste, dass es falsch sein muss. Und jetzt kommen wir zu dem komplexen Teil. Der Grund dafür, dass man das Ganze nicht wörtlich nehmen kann, liegt darin, dass die Teilchen-Antiteilchen-Paare, die immer wieder auftauchen, keine tatsächlichen realen Teilchen sind. Sie sind das, was Physiker als virtuelle Teilchen bezeichnen. Sie sind da, aber sie sind ein Werkzeug zur Berechnung, aber nicht zur Interaktion. Aber bevor wir weitermachen, lasst uns ganz kurz einige Rechnungen bezahlen. Nun, ich bin froh, dass du heute hier bist, damit ich dir alles über den Sponsor dieses Videos erzählen kann. CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und etwas, was du dir unbedingt anschauen solltest, falls du deine digitale Aktivität schützen möchtest. Mit über 38 Millionen Nutzern weltweit und mehr als 15 Jahren auf dem Markt wird diese App auf Trustpilot mit hervorragend bewertet. Ich empfehle CyberGhost VPN sehr, weil dieser benutzerfreundliche VPN deine IP-Adresse verbirgt und deine Internetverbindung verschlüsselt. Mit nur einem Mausklick kannst du im Internet surfen, ohne dass du von Schnüfflern verfolgt werden wirst. CyberGhost VPN ist mit über 35 Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, Amazon Prime und Disney Plus kompatibel, egal wo auf der Welt du dich gerade befindest. Und keine Sorge, CyberGhost VPN zeichnet keine Daten auf, sodass deine Online-Gewohnheiten immer von neugierigen Augen verborgen bleiben. Zudem bietet CyberGhost VPN Zugang zu tausenden von Servern in über 90 Ländern, um sicherzustellen, dass du immer eine zuverlässige und sichere Verbindung hast. Und es gibt eine App für all die wichtigen Plattformen, die du hast: Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Konsolen und sogar Linux.
Und jetzt mach dich bereit. Wenn du meinen Link klickst, kannst du gleich 4 Gratismonate mit einem Rabatt von 83% abstauben. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Und wenn doch irgendwie alles nicht so passt, hast du eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum Kundensupport. Ich finde, das ist ein cooles Angebot, also melde dich heute noch an. Vielen Dank an CyberGhost VPN und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wenn wir uns nämlich das Ganze jetzt vorstellen, würden wir fälschlicherweise denken, dass diese Hawking-Strahlung aus einer Mischung von Teilchen und Antiteilchen besteht. Das ist sie aber nicht. Stattdessen besteht sie nur aus extrem energiearmen Photonen in einem Schwarzkörperspektrum. Und selbst das ist nicht die korrekte Weise, um die Hawking-Strahlung zu beschreiben. Stattdessen ist die eigentliche Erklärung, dass es einen Unterschied im Quantenvakuum zwischen Regionen des Raums mit unterschiedlicher starker räumlicher Krümmung ist, der zur Erzeugung dieser thermischen Schwarzkörperstrahlung führt, die wir Hawking-Strahlung nennen. Okay, ich weiß, das ist eine Menge, wirklich. Hawking-Strahlung ist überaus komplex, aber wir müssen verstehen, wie sie hier funktioniert. Also fasse ich das nochmal kurz zusammen. Nun, okay, hier müssten wir Folgendes verstehen. Das Ding bei Quantenfeldern ist, dass sie immer in ihrem Grundzustand, dem sogenannten Vakuumzustand, schwingen. Aber da der Grundzustand des Feldes in der Nähe des schwarzen Lochs anders ist als irgendwie weit entfernt, erscheint das Feld, weit entfernt vom schwarzen Loch, nicht mehr im Grundzustand, sondern in einem angeregten Zustand. Und dieser angeregte Zustand sieht aus, als ob Photonen, die hier tatsächlich für die Hawking-Strahlung verwendet werden, vom schwarzen Loch emittiert werden. Das ist der tiefere Grund, warum schwarze Löcher Strahlung abgeben. Nicht, weil tatsächliche Teilchen und Antiteilchen an der Grenze des Ereignishorizonts erzeugt werden und dann getrennt werden, sondern weil der unterschiedliche Zustand des Quantenfeldes in der Nähe des schwarzen Lochs von weit entfernten Beobachtern als Strahlung wahrgenommen wird. Okay, das ist wiederum eine Menge, um zu verstehen, aber lasst uns mal kurz über die Wirkungsweise hier sprechen. Es sind 3 Punkte, die hier aufgeführt werden müssen und vielleicht haben wir ein besseres Verständnis danach. Und ich verspreche, wir kommen gleich zu dem Punkt, warum das so eine bahnbrechende Entdeckung ist, okay? Aber wir müssen hier die Hawking-Strahlung verstehen. Also, aus der Wirkungsweise der wahren Hawking-Strahlung ergeben sich einige interessante Punkte, die allerdings seit vielen Jahren bekannt sind. Punkt Nummer 1. Hawking-Strahlung ist ein Phänomen, das nicht nur direkt am Ereignishorizont eines schwarzen Lochs auftritt, sondern tatsächlich im gesamten Raum um ein schwarzes Loch herum. Wissenschaftler können die Energiedichte dieser Strahlung, die sich in Abhängigkeit von der Entfernung zum schwarzen Loch ändert, berechnen und vorhersagen. Dabei stellen sie fest, dass diese Vorhersagen nicht übereinstimmen mit dem, was wir erwarten würden, wenn die ganze Hawking-Strahlung nur am Ereignishorizont entstehen würde. Tatsächlich finden wir, dass der Großteil der Hawking-Strahlung nicht am Ereignishorizont selbst entsteht, sondern in einem Bereich, der etwa 10 bis 20 mal so groß ist wie der Radius des Ereignishorizonts. Darüber hinaus gibt es eine messbare Menge von Hawking-Strahlung, die in den gesamten umgebenden Raum emittiert wird, auch weit weg vom eigentlichen Ereignishorizont. Obwohl der Ereignishorizont zweifellos eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Hawking-Strahlung spielt, zeigt dies, dass wir nicht einfach annehmen können, dass die gesamte Hawking-Strahlung am Ereignishorizont selbst entsteht. Punkt 2. Je stärker der Raum gekrümmt ist, desto mehr Hawking-Strahlung wird ausgesandt. Das ist eine faszinierende Konsequenz, die eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Kleinere, masseärmere schwarze Löcher, deren umgebender Raum stärker gekrümmt ist, senden mehr Hawking-Strahlung aus und zerfallen schneller als ihre massereichen Gegenstücke. Auf der anderen Seite strahlen massereiche schwarze Löcher, obwohl sie so viel größer sind, weniger Hawking-Strahlung aus, weil der Raum um sie herum weniger stark gekrümmt ist. Dies führt dazu, dass sie langsamer zerfallen. Und es ist ein erstaunlicher Aspekt der Natur. Je massereicher etwas ist, desto langlebiger ist es, zumindest wenn es um den Zerfall durch Hawking-Strahlung geht. Und unser interessanter Punkt Nummer 3. Unabhängig davon, wie dicht eine Masse ist oder ob sie einen Ereignishorizont hat, ist die Krümmung der Raumzeit in einer bestimmten Entfernung von der Masse immer gleich. Zum Beispiel, wenn wir die Sonne durch ein Objekt mit derselben Masse, aber unterschiedlicher Größe ersetzen, sei es ein weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, die Krümmung des Raums bleibt gleich. Es wird sich nichts verändern, wir werden immer noch um die Sonne herumschwirren. Innerhalb dieses Radius, innerhalb der physikalischen Größe der ursprünglichen Sonne, würden sich die Krümmungseigenschaften des Raums jedoch unterscheiden. Aber außerhalb dieses Bereichs würde das Ausmaß der Raumzeitkrümmung gleich bleiben, egal ob die Massen von einem Stern, weißen Zwerg oder irgendwas anderem mit oder ohne Ereignishorizont bereitgestellt wird. Und jetzt Folgendes. Wir lehnen uns jetzt mal ein bisschen zurück und beobachten diese 3 Punkte, die wir gerade erfahren haben. Wir denken mal über diese Punkte nach.
Und wenn wir diese Punkte zusammennehmen, fragen wir uns logischerweise das, was sich schon viele Physiker seit langem fragen. Tritt die Hawking-Strahlung nur in der Umgebung von schwarzen Löchern auf? Oder gilt sie für alle massiven Objekte in der Raumzeit? Deshalb ist die neue Arbeit so unfassbar interessant. Der Ereignishorizont spielt nur eine Rolle, wenn es darum geht, die Grenze zu bestimmen, wo Strahlung eingefangen werden kann und wo sie entkommen kann. Ähnliche Grenzen gibt es auch für andere massive Objekte, selbst für dich. Zum Beispiel bei einem größeren Objekt als du, und nehme das nicht böse, aber bei einem Neutronenstern, wäre diese Grenze an seiner Oberfläche, bei einem weißen Zwerg an seiner äußeren Schicht. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Ereignishorizonts ist nichts Besonderes. Die Wissenschaftler verfolgen in ihrer Arbeit einen Ansatz, der dem Schwinger-Effekt ähnelt. Und jetzt wird es wieder kompliziert, verzeiht mir, aber ihr müsst durchhalten und verstehen, was hier passiert. Es ist ein physikalisches Phänomen, das zeigt, wie Materie aus der Energie im Weltraum durch ein starkes elektrisches Feld erzeugt werden kann. Dieses Feld kann positive oder negative Energie trennen und, wenn es stark genug ist, virtuelle Teilchen in reale verwandeln, wobei Energie aus dem Feld genutzt wird. Die Forscher verwenden eine gekrümmte Raumzeit statt eines elektrischen Feldes und ersetzen geladene Teilchen durch ein ungeladenes, masseloses Feld. Sie beobachten die Erzeugung von Quanten in dieser Raumzeit, wobei der Abstand zum Ereignishorizont, der Rand eines schwarzen Lochs also, die Produktionsrate beeinflusst. Überraschenderweise ist dieser Rand selbst nicht entscheidend für die Quantenproduktion. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Analyse der Arbeit gültig ist, muss natürlich von unabhängiger Seite bestätigt werden muss, das ist wichtig. Und selbstverständlich ist die Arbeit unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist die wichtigste Erkenntnis, dass der Ereignishorizont keine besondere Rolle bei der Produktion von Strahlung oder anderen Teilchenarten spielt. In einfachen Worten bedeutet das, dass bei der Anwesenheit von bestimmten physikalischen Bedingungen, wie bei einer Quantenfeldtheorie beschrieben, Teilchen erzeugt werden können, die aus einer Einflusszone des Objekts, wie zum Beispiel einem schwarzen Lochs, entkommen können. Interessanterweise spielt es keine Rolle, ob dieses Objekt einen Ereignishorizont hat oder nicht. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis dieser Studie, aber sie muss noch von anderen Wissenschaftlern bestätigt werden. Diese neue Studie untersucht Hawking-Strahlung mit einem sehr vereinfachten Modell. Es korrigiert das Missverständnis, dass Hawking-Strahlung nur am Ereignishorizont erzeugt wird. Tatsächlich wird diese Strahlung überall erzeugt, aber nur die Strahlung außerhalb des Horizonts kann entkommen. Die Studie deutet darauf hin, dass nicht nur schwarze Löcher, sondern alle massereichen Objekte Hawking-Strahlung aussenden können. Und damit meine ich auch deine Mutter. Verzeihung, der lag mir sehr auf der Zunge. Oh mein Gott, war diese Folge so unfassbar komplex zu schreiben und auch noch zu verstehen für mich selber. Ich hoffe wirklich, sie hat euch ein wenig was mitgeben können. Falls ihr also irgendwie ein wenig was lernen könntet, würde es mich freuen, wenn ihr es in Erwägung ziehen würdet, hier einen Daumen nach oben zu geben. Das würde mich unfassbar freuen und YouTube würde es auch sehr freuen. Ansonsten empfehle ich euch das Video hier. Eine bahnbrechende Entdeckung von Wissenschaftlern, die herausgefunden haben, dass Pflanzen ohne Probleme in den fünften Zustand der Materie eintreten können, das ist Nobelpreiswürdig.